so. Guten Morgen. Bei den Kaninchen glaubt man ja immer, dass die Möhrchen mögen. Möhrchen über alles und ja, irgendwo stimmt das ja auch, denn ganz viele Kaninchen stehen wirklich auf Karotten und Co. und fressen das für ihr Leben gerne. Aber unsere Hauskaninchen sind natürlich auch besonders verzogen. Das muss man auch sagen. Denn normalerweise, wenn man mal überlegt, was frisst denn ein Wildkaninchen, dann sieht das schon gleich ganz anders aus. Das Wildkaninchen ernährt sich nämlich primär von Blättrigem. Klar, da ist auch mal was anderes dabei. Aber der Großteil seiner Nahrung besteht aus blättriger Kost. Und deswegen nutzen sich die Zähne des Wildkaninchens auch eigentlich perfekt ab. Denn das Kaninchen klappert nicht mit dem Gebiss, so wie wir Menschen von oben nach unten. Wir beißen ab und wir kauen dann genüsslich drauf rum. Die Kaninchen bewegen ihr Gebiss in Seitwärtsbewegungen. Das heißt, die Zähne mahlen aufeinander, die Nahrung platt und auseinander. Also das heißt, durch mahlende Bewegungen wird das Blatt, was sie zum Beispiel vorher aufgenommen haben, zerlegt und dann geschluckt. Und das ist für die Zähne und den Zahnabrieb des Kaninchens das Nonplusultra. Das ist ganz wichtig. Und deswegen sollte auch die Ernährung des Hauskaninchens zum Großteil, wenn nicht sogar zu 100%, aus genau solchem Blättrigen bestehen. Wenn du also jetzt sagst, naja gut, was fütter ich denn eigentlich? Was landet da eigentlich alles im Futternapf oder im Gehege? Dann guck dir wirklich mal die Zusammensetzung an. Trockenfutter braucht dein Kaninchen überhaupt nicht. Das ist in der Regel das Schädigendste, was du geben kannst. Karotten, frische Karotten, auch mal Apfel oder vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen Birne oder eine Salatgurke. Ja, das kann man schon mal geben, aber auch das sollte nicht die Hauptmahlzeit sein. Die Hauptmahlzeit eines Kaninchens, das, was es primär bekommt, sollte wirklich Blättriges sein. Das heißt, entweder im besten Fall, wenn du es schaffst, es zu besorgen, dann frische Wildkräuter aus Mutter Natur, also Gräser, ganz viele Wildkräuter, die du ernten kannst, vielleicht auch mal Zweige mit Blättern von Bäumen, bei denen du weißt, das darf mein Kaninchen zu sich nehmen. Na, und das eben auch bei allen anderen Pflanzen, die du in der Natur erntest. Voraussetzung ist natürlich, dass es ungiftig für dein Tier ist. Und wenn du das nicht schaffst, dann musst du natürlich gucken, wie kann ich dieses Blättrige, diese blättrige Vielfalt über zum Beispiel Salate und Küchenkräuter in mein Zuhause holen. Habe ich einen Balkon, kann ich da vielleicht irgendetwas anpflanzen? Also Löwenzahn wächst eigentlich überall und auch viele Wildkräuter wie Spitzwegerich zum Beispiel und Schafgarbe, die kann man auch auf dem Balkon in Töpfen anpflanzen. Oder was kann ich vielleicht auf dem Fensterbrett in der Küche machen? Also man kann da durchaus kreativ sein und seinen Kaninchen durchaus auch ein bisschen Abwechslung bieten, denn nur Salate finde ich jetzt etwas suboptimal, denn Salate sind einfach nicht vergleichbar mit den Kräutern, die da draußen in Mutter Natur wachsen und die das Wildkaninchen an sich fressen würde. Also merke dir, Blättriges ist das Nonplusultra fürs Kaninchen und das Blättrige sorgt dafür, dass der Zahnabrieb optimal vonstatten geht. Und wenn du umstellst, mach das langsam, ne? Nicht Massen, sondern eher in Maßen und über viele Wochen, dass dein Tier auch keinen Durchfall bekommt, dass die Verdauung optimal damit klarkommt und auch vorbereitet wird. Und dann prüf wirklich mal, wie oft du früher vielleicht beim Tierarzt warst, um die Zahnspitzen zu entfernen und wie du dann nach der Ernährungsumstellung, wie oft du dann noch beim Zahnarzt bist. Also es gibt wirklich ganz viele Kaninchen, die danach deutlich weniger beim Tierarzt gelandet sind, weil irgendwo so eine blöde Zahnspitze ist, die die Maulschleimhaut verletzt. Also Blättriges ist gut für die Zähne vom Kaninchen. Tu bitte das Möhrchen weg, beziehungsweise gib das nur noch als seltene kleine Leckerei an deine Lieblinge. Oder im Zweifelsfall isst die Karotte selbst, sind gesund. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und mach es gut. Espresso wurde dir präsentiert von Tierisches Wissen.